Libertas aus, Hallo, hier bin ich mal wieder. Und zwar mit dem 99. Abschnitt. Das ist so krass, weil ich weiß noch genau, wie ich mich damals hingesetzt habe und den ersten Abschnitt vorgelesen habe und total nervös war und immer noch viel zu schnell geredet habe, weil ich irgendwie so, keine Ahnung, das total komisch fand, mich irgendwo hinzusetzen mit meinem Laptop vor mir und meinem Laptop irgendwas zu erzählen. Aber ich habe mir damals gedacht, naja, das sehen sowieso wahrscheinlich nur irgendwie 5, 6 Leute, die wir selber auch kennen und denen wir dann halt erzählen, naja, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Und jetzt sind es einfach mal schon 2000 Leute, die uns abonniert haben und immer so 200 Leute, die sich wirklich auch die Abschnitte anhören. Und das ist einfach so krass, weil damals hätte ich einfach nie gedacht, dass es so sich entwickelt. Und das freut mich auch jedes Mal so. Und ich finde auch, dass ich mich ein bisschen verbessert habe im Lesen, dass ich insgesamt ein bisschen langsamer lese, ein bisschen deutlicher lese. Und ja, einfach danke dafür, dass ihr euch wirklich die Zeit nehmt, euch das anzuhören und dass ihr euch für die Geschichte interessiert. Und deswegen geht es jetzt auch gleich weiter. Gramlitz, Ettin. Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitag gegen 11 Uhr in Gramlitz ereignet hat. Wie berichtet, hatte die Besitzerin 5 Pferde gegen 11 Uhr auf ihre Weide am Richtberg in Gramlitz gebracht. Um circa 12 Uhr waren die Tiere, ein älterer Wallach und 4 Jungpferde, ausgebrochen und rannten in heller Panik durch die Ortschaft, wobei sie einen Vorgarten querten und dort erhebliche Zerstörung anrichteten. Sie liefen in der Folge völlig verstört die Gramlitzer Hauptstraße auf und ab, bis sie von ihrer Besitzerin gesichert werden konnten. Es stellte sich heraus, dass eines der Pferde 2 Luftgewehrprojektile unter der Haut im Schulterbereich stecken hatte. Es musste durch den herbeigeholten Tierarzt entfernt werden. Ein anderes war an den Nüstern verletzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, mögen sich unter der Telefonnummer 0345 2244000 mit der Polizei in Verbindung setzen. Ein Nachbar steht im Verdacht, mit einem Luftgewehr auf die Pferde auf der Koppel geschossen zu haben. Ein Tierarzt und ein Polizeibeamte konnten vor Ort an 2 Pferden insgesamt 3 Verletzungen gleicher Art feststellen. In einer Wunde konnte noch ein Diabolo gefunden werden, sagte André Greyer von der Polizeiinspektion Halle Nord. Zuvor hatte sich die besorgte Pferdehalterin bei der Polizei gemeldet und die Tat zur Anzeige gebracht. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten die Beamten einen möglichen Tatverdacht gegen den Nachbarn des Pferdehofes begründen. Dieser bestritt den Beamten gegenüber zwar die Vorwürfe, sollte sich der Anfangsverdacht jedoch bestätigen, muss sich der Mann wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. So Greyer weiter. So, das war's auch schon von heute. Wie ihr seht, leider, leider hat anscheinend der Nachbar ja doch nicht gelernt, dass man sowohl nicht auf Katzen schießt, als auch nicht auf Pferde schießt. Aber wie wird die Sache weitergehen? Hat er was daraus gelernt? Oder ist Herr Bagger leider so dumm, dass er irgendwie glaubt, er ist im Recht? Oder wird sich vielleicht endlich mal was tun? Weil eigentlich hat Mandy ja gesagt, dass da geht sowieso niemand drauf ein. Da muss man schon eigentlich 10 tote Katzen oder so hinschleppen und wahrscheinlich passiert auch da nichts. Aber jetzt scheint die Polizei ja doch was unternommen zu haben. Jetzt waren es ja nicht nur Katzen, sondern auch schon Pferde, die da verletzt wurden. Also mal schauen, ob Corinne vielleicht doch noch in Gramlitz was ändern kann. Und euch sage ich, bleibt weiterhin dabei, hört euch weiterhin die Abschnitte an, kommentiert gerne, wenn ihr Änderungen, Vorschläge, Fragen, whatever habt, unter den Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!